Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Goonicorn und den Goonians. Und es geht weiter und wir haben hier drüben links ein etwas größeres Projekt, das wir bearbeiten sollten. Wir müssen die große Kuppel also einrichten. Es geht darum, wieder Wohnplatz zu schaffen, denn wir sind hier komplett ausgebucht in den restlichen Kuppeln. Ich habe offscreen noch ein, zwei Neuigkeiten zu verkünden. Und zwar haben wir die ersten Kuppeln benannt. Ich habe im Chat jeweils gefragt, auch im Spiel, wer möchte eine Kuppel benennen? Und hier haben wir die erste. PVB okay hat seine Kuppel benannt. Und zwar wohnt er hier in Marshmallow oder wie auch immer. Also hallo und herzlich willkommen PVB okay auf dem Mars in der eigenen Kuppel. Zusätzlich haben wir natürlich Spab Terlas Hasenfalle. Kleinhasi hat also hier, was sag ich hier, Kleinhasi, Klein- oder Großhasi, wie auch immer sie das will, hat hier eine Hasenfalle, ich wollte gerade Mausfalle sagen, Entschuldigung, eine Hasenfalle gekriegt. Und das ganz einfach, das ist ja unsere Kuppel. Ich zoome hier mal rein mit der Spitze, also mit dem Hospital, mit der Klinik. Und jetzt sehen wir, was das bewirkt. Und zwar hat diese Kuppel bereits, wo habe ich denn das nochmal? Hier, bereits 28 geborene Kinder. Also die Hasenfalle schlägt voll und ganz zu hier. Was kann ich denn hier noch einstellen? Erhöht die Geburtenrate innerhalb der Kuppel. Na, aber hallo. Erhöht den Servicekomfort. Kolonisten können ihn zur Entspannung nutzen. Ja, natürlich. Okay, also die Hasenfalle, nicht schlecht. Wir haben hier aber noch zwei weitere Kuppeln. Also falls irgendjemand Lust hat, hier noch einzuziehen auf dem Mars bei den Goonians in einer eigenen Kuppel, einfach den Namen nennen mit einem Kommentar und die Kuppel gehört euch. Ihr könnt auch noch wünschen, welche hier oder hier. Natürlich ist die große auch noch frei, aber die erst, wenn sie eingerichtet ist. Hier haben wir ein weiteres Problem, das wir sehen. Das kennen wir ja bereits. Hier haben wir Gäste und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin immer noch etwas verunsichert, was da auf uns zukommt. Die düsen hier auf dem ganzen Mars rum und ich habe keine Ahnung, was das soll. Mal sehen. Also wir gehen weiter hier. Wir starten wieder die Geschwindigkeit normal eingestellt wie immer. Das Eisenproblem haben wir ja in den Griff gekriegt einigermaßen. Resources are low. Lagerbestand niedrig. Lagerressourcen aufgebraucht. Okay. Moment. Welche Ressource denn? Strom? Okay, nochmal. Lagerbestand niedrig. Gelagerte Ressourcen, die in weniger als 3 Sos aufgebraucht werden. Ja, wo denn? Hier? Aber da haben wir ja noch 64. Was denn mit dem Strom oder was? Verstehe ich nicht. Transportproblem, hier das Geheimnis. Okay, wir fahren mal weiter. Hier nochmal das Eisenproblem haben wir ja in den Griff gekriegt, aber das Vorkommen wird natürlich irgendwann erschöpft sein und das sind nur noch 197 drin, also da wird nicht mehr so lange gehen. Das heißt, hier das erste Edelmetallvorkommen haben wir ja abgebaut. Ich mache hier mal normale Geschwindigkeit. Ich denke fast, wir müssen hier oben noch irgendetwas erschließen. Ich würde hier natürlich gerne eine tiefe Mine finden. Das ist wirklich die einzige, die ich hier habe. Okay, das heißt, wir sollten hier nochmal von dieser Kuppel vielleicht hier drüben nochmal eine Kuppel hinstellen, um dann hier oben das abbauen zu können. Hier, das Edelmetallvorkommen leider nur ein kleines, aber das sollten wir dann schon auch irgendwie hinkriegen. Die Wasserthematik müssen wir ebenfalls angehen, Leute. Und dafür möchte ich eigentlich hier neue Spitzen reinbauen. Hier, die Kuppeln können wir nämlich mit diesen Spitzen hier bewirtschaften. Hier verwertet 70% des verbrauchten Wassers innerhalb der Kuppel wieder. Und das baue ich jetzt mal
hier direkt hin. Das sollte unseren Wasserverbrauch etwas eingrenzen. Denn ich glaube, das Wasser könnte uns noch irgendwann zum Problem werden. Wie sieht's hier aus? Die Mitarbeiter werden knapp. Okay. Mitarbeiter werden echt auch langsam, aber sicher knapp hier. Metalllager, ja, das sollte sich jetzt einigermaßen wieder füllen. Was macht er denn hier? Der fährt hier einfach mitten durch unser Lager durch. Was soll das denn? Das passt mir überhaupt nicht, dass der hier kommt. Der soll sich hier mal lockerlässig verpissen hier. Wir fahren mal mit dem... Was macht der hier? Um unser Lager rum. Warum fährt er hier durch unser Lager? Was soll das? Ich mach da mal etwas schneller. Das passt mir halt überhaupt nicht. Der kommt hier nicht mehr raus. Ich glaube, der kommt hier nicht mehr raus. Nicht funktionierendes Gebäude. Okay, warum das denn? Warum denn? Nicht genügend Strom? Habe ich irgendetwas verpasst hier? Warum hat der nicht genügend Strom? Ach so, minus 31 Strom. Strombedarf 391 zurzeit. Wo sind unsere Strom... Oh, und die Generatoren, die sind ebenfalls leer. Okay. Das Upgrade ist bereits gemacht überall hier bei den Generatoren. Wir haben nur noch 39. Ich wage es... Ich könnte hier eigentlich einen großen Generator mal hinstellen. Wo habe ich denn den? Wo haben wir den? Wo ist der denn? Wo ist der Reaktor? Hier. Den kann ich noch nicht bauen. Nuklearfusion. Okay, den kann ich also noch nicht. Atomkumulator. Ach, das wäre auch cool. Okay, in der Zwischenzeit müssen wir also noch ein paar Sterling hinbauen. Ich baue mal direkt 3 Sterling noch hin. Setze hier die Priorität ganz nach oben. Da wird wahrscheinlich mit der Kuppel schon noch einiges an Strom verbraucht in der Nacht. 2 Gebäude, die nicht funktionieren. Das passt mir gar nicht. Okay, wir kümmern uns mal hier um die Kuppel jetzt. Und zwar. Was bauen wir hier hin? Gebäude. Wie sieht das aus? Die intelligenten Häuser. Wie viele Bewohner würden da denn Platz haben? Regeneriert zusätzlich. Okay. Bietet ein äußerst gemütlichen Wohnraum für Kolonisten. Bewohner regenerieren zusätzlich Besonnenheit, während sie sich erholen. Okay. Wohnraum für 4 Personen. Das heißt, hier hätten wir, das haben wir schon mal durchgerechnet. Hier hätten wir, würden wir halt 12 pro Feld, 12 Bewohner würden wir hinkriegen. Wie sieht das denn in den anderen Häusern aus? Hier haben wir 24, glaube ich. Jawohl, 24. Und hier haben wir Wohnraum für 4. Okay. Strom und die Maschinenteile auch. Ach so, das sind die elektronischen Geräte. Ja. Okay, aber das mit den elektronischen Geräten, das wird schon wieder. Das mit dem Strom, das macht mir etwas Sorgen hier. Aber da werden wir hier Abhilfe schaffen, indem wir die Stirling-Generatoren hinbauen. Und jetzt haben wir auch wieder genügend Strom hier. Mit dem Strom ist es etwas verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe ich nicht ganz. Aber okay. Hier mal direkt das Update noch rein und öffnen. Und jetzt sollten doch hier die Generatoren wieder gefüllt werden. Jawohl. Das klappt schon.
Okay, jetzt mal hier nochmal kurz das Tempo rausnehmen und mal schauen, was könnten wir denn in der Forschung dagegen an... Was könnten wir denn hier machen weiter? Wir sind ja jetzt dabei... Notfallausbildung, okay. Wir sind ja dabei, das Sozialwesen und die das Gesundheitswesen hochzuschrauben. Das Hawking-Institut würde uns halt auch helfen. Oder hier ein Atomkumulator. Wie viel Strom speichert Strom? Er verfügt über große Kapazitäten, lädt sich aber nur langsam auf. Wäre natürlich auch ziemlich geil. Was haben wir hier? Verringert die Gefahr, dass Kolonisten nach Nervenzusammenbrüchen Schwächen entwickeln. Obwohl, Schwächen finde ich nicht mehr so schlimm, denn die können wir ja ausmerzen. Die Passagierrakete vergrößern, boah, nicht zwingend. Low-G-Technik, Kuppel, Mittel oder Trigon. Neue Kuppel, ja, pff. Ist auch nicht zwingend nötig, gerade jetzt. Upgrade für Farmen und Hydrokulturen, Pilzfarmen, Automatisierung, verringert die Anzahl der benötigten Arbeiter. Das wäre halt schon auch ziemlich geil. Hängende Gärten, neuen Kuppeln. Metall und Beton für Konstruktionen werden um 20% verringert. Wäre auch cool. Die Elektronikfabrik, dass wir die bauen können, bin ich nicht sicher. Dass wir weniger reparieren müssten. Hier, soll ich mal die Laser? Aber die gehen halt nur auf Meteoriten. Ich glaube, das bringt mir halt nicht viel. Fusions-Selbstregelung. Fusionskern-Upgrade-Selbstregler. Verringert die Anzahl an Arbeiter. Okay. Ich glaube, wir nehmen hier mal diese Fusionsgeneratoren, um den Strom zu gewährleisten. Oder... Hier der Extraktor-Upgrade brauche ich nicht zwingend. Was ist das denn? 10 Kolonisten mehr aufnehmen. Nein, brauche ich auch nicht. Ja, Leute, das ist echt schwierig hier, ganz ehrlich. Wie forschen wir weiter? Biorobotik-Werkstatt. Ein Gebäude, das es Kolonisten ermöglicht, mit Biorobotern zu experimentieren. Wird über den Werkstattmeilenstein angerechnet. Verbraucht Maschinenteile. Okay, was bringt der uns? Der Wasserverbrauch von Kuppen wird um 50% reduziert. Na, aber hallo. Auf jeden Fall nehmen wir das. Jawohl, hier dann die Fabrik, die schneller wird. Also erstmal jetzt die Notfallausbildung, dann die Fabrik und dann verringern wir wieder den Wasserverbrauch. Das passt schon, das passt schon. Okay, also geht's weiter. Ja, die Maschinenteile, das verstehe ich allerdings nicht. Ganz ehrlich, wir bauen doch jetzt 5. Produktion elektronischer Geräte, 5. Verbrauch elektronischer Geräte, 2. Elektronische Geräte für Wartung, 1,1. Das sind 3,1. Dann haben wir auf Baustelle 8 von 10. Achso, die Baustelle, die gräbt uns jetzt hier natürlich alles weg. Okay. Aber welche Baustelle denn? Verstehe ich immer noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Hier noch das Upgrade. Öffnen. Und das Stromproblem ist sozusagen gelöst. Hier die Generatoren immer noch sehr, sehr langsam am Füllen. Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Das sollten wir eigentlich so in den Griff kriegen. Jetzt geht's um die große Kuppel, Leute. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir auch das Eisen vorkommen. Dann, was denn? Ja, das Upgrade, das habe ich doch jetzt bereits eingestellt. Warum? Verstehe ich nicht ganz. Das Upgrade hat nicht funktioniert, aber okay, jetzt schon. Hier haben wir ja ein großes Vorkommen, ist das richtig? Jawohl, 1848. Und hier oben haben wir nochmal auch noch ein großes, okay. Also das sollte passen. Okay. Hier funktioniert wieder ein Gebäude nicht. Es sind zu wenig Leute hier. Okay. Das heißt, wir müssen hier oben unbedingt Wohnraum schaffen. Und das machen wir jetzt auch. Also, was nehmen wir denn hier für intelligente Anlage?
Ich bin mir halt nicht sicher, diese intelligenten Häuser, die sind schon cool, aber die benötigen halt zur Wartung hier von den elektronischen Geräten. Und da haben wir halt nicht so viel zur Zeit. Wohnraum für 12, Wohnraum für 4. Ich glaube, wir nehmen hier mal dieses Gebäude. Und wie platzieren wir das am besten? Hier 1, 2, okay, also hier eines, 2, und dann kriegen wir hier vorne noch ein drittes und hätten pro Feld 12 Bewohner. Jetzt, da wir aber Bewohnermangel haben, wenn wir hier das intelligente Haus nehmen, jetzt muss ich das nochmal kurz prüfen, da hätten wir ja bereits, oder hier die Anlage, da hätten wir 12 Bewohner drin. Oh, das ist aber viel größer. Okay, das ist viel, viel größer. Das heißt 12. Hier mit dem intelligenten Haus würden wir 0,2 Wartung. Das heißt mal 3 gleich 1,2. Und hier hätten wir 0,5. Das heißt hier 1,2. Also 0,2 in der Wartung. Das heißt 0,6. Wir hätten mehr. Das heißt, wir benötigen hier solche Gebäude wieder. Und wo baue ich die hin? Ich glaube, ich baue den Wohnraum mal in der Mitte rein. Jawohl, das sollte doch passen. Also hier würde eins hinkriegen, hier würden wir eins hinkriegen und zusätzlich dann hier noch eins. Jawohl. Okay, das machen wir hier. Hier werden also die Häuser mal hingesetzt. Das heißt, wir benötigen natürlich wieder einen Lebensmittelladen. Wo ist der denn? Hier. Das platzieren wir hier außerhalb. Oder direkt mal hier drüben. Komm, dann platzieren wir mal direkt hier drüben. Dann haben wir ja noch. Was können wir denn hier noch hinbauen? Eine Weltraumbar. Eine. Mal erst mit den Spitzen kurz schauen. Hier möchte ich eigentlich das Sanatorium noch hinbauen. Jawohl. Und die zweite Spitze. Hier das Wasser. Der Wasserverbrauch reduzieren nochmal. Oder hier irgendwas in dieser Richtung wie eine Klinik. Oder wir könnten natürlich die Klinik hinbauen. Nein, ich reduziere hier den Wasserverbrauch. Das finde ich schon noch wichtig hier in dieser Kuppel. In dieser großen Kuppel. Denn ich glaube, hier werden wir noch einiges an Wasser und so weiter brauchen. Okay, wir bauen hier ebenfalls noch hin. Ein Diner. Wo ist unser Diner? Der Diner ist immer sehr, sehr gut angekommen. Hier. Den Diner nehmen wir hier unten direkt mal hier rein. Oder hier oben. Nein, hier auch etwas im Zentrum. Natürlich eine Sicherheitsstation. Ebenfalls hier etwas ins Zentrum rein. Oder nein, die Sicherheitszentrale, die können wir auch ein bisschen nebenan haben. Das bauen wir hier. Okay. Was brauchen wir noch? Ich glaube, wir brauchen mehr Häuser, Leute. Ich glaube, wir brauchen hier noch mehr Häuser. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich hier nochmal mit Häuser füllen soll. Ich meine, das sind jetzt 12. Das sind 36 neue Personen. Ganz ehrlich, ich baue hier noch weitere Häuser rein. Und soll ich direkt mal Apartments hier drüben noch hinsetzen? Oder so hier draußen beispielsweise? Hier oben so?
Ich glaube, ich setze hier mal noch direkt in der großen Kuppel nochmal Apartments rein. Genau, das machen wir jetzt einfach so. Noch zwei Apartments rein. Denn wir wollen hier doch echt, mit dieser Kuppel wollen wir ja vor allen Dingen neue Menschen ansiedeln lassen. Ja. Mal sehen. Ich bin gespannt, wie das wird hier, Leute. Ich bin gespannt. Also, ich würde sagen, die große Kuppel ist im Bau. Erste Projekte bereits umgesetzt. Hier an dieser Stelle wieder eine Aufnahmepause. Hier unser Kontrahent, der bewegt sich hier lockerlässig durch unser Gebiet durch. Mal sehen, wie das weitergeht. Liebe Freunde, vielen Dank, seid ihr mit dabei bei den Goonians. Ich zoome hier mal noch kurz raus, zurück in Position. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ballert den Like-Button, würde mich sehr freuen. Das Projekt mit der großen Kuppel geht weiter. Die Eisenvorräte müssen wir weiter abbauen können. Da müssen wir ein neues Vorkommen erschließen. Da würde ich sagen, hier oben durch werden wir dann noch die Eisenvorkommen abbauen. Aber ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schön seid ihr mit dabei. Und ich sage Tschüss und Ciao aus der Welt von Goonicorn.